des ersten FC Kaiserslautern. Sie hoffen natürlich mit ihrem Team bisher durchaus zurecht, denn der FCK war Tabellenführer. Wir sehen, wie es heute gelaufen ist. Das Logo vom 1. FC Kaiserslautern soll bald wieder erstligareif sein. Doch der 1. FCK in roten Trikots gegen Aufsteiger Union Berlin in der ersten Halbzeit sieht das so aus. Ideenarm, für einen Tabellenführer einfach zu harmlos. Die 0 soll stehen, das Mauermotto der Berliner, eine total auf Abwehr angestellte Mannschaft von Unionstrainer Uwe Neuhaus. 41.000 müssen das mit ansehen, ehe sich dem Slowaken Jendrisek so etwas wie eine Torchance bietet. 31. Minute. Doch Kaiserslautern wacht nicht auf, der Höhepunkt der Negativen, ein Freistoß der Roten Teufel, leitet ein Konter der Gäste ein. Kurzschlussgefühle bei Trainer Marco Kurz, Frühlingsgefühle bei 2000 Berliner Fans. Der 1. FCK ohne den gelb-gesperrten Mancheck und für den glücklosen Nemetz kommt endlich Joka Lakic. Die letzten 20 Minuten, Eckstoß, Ugera, 72. Minute, der Brasilianer Rodney, 1:0. Traditionell jedes zweite lautere Tor fällt nach Standards und scheint eine Lösung zu sein, aber nur als kurze Erfrischung. Keine 6 Minuten später. Plötzlich erwacht Berlin, Freistoß Matuschka, eingewechselte Idee. Ein Pfosten, ein Bein, 1:1. Das nämlich eines Jokers und nicht das von Lakic, nur ein falsches Tor. Union jetzt frech, 86. Minute, der frische Mosquera. Sippel rettet. Aus 16 Metern Jahin und dann Kapitän Amedic behindert die zweite Heimniederlage. Kurzum, Kaiserslautern schwächelt und rechnet nun im Kreis. Nur bei einer Niederlage von Düsseldorf wäre der Relegationsplatz, also Platz 3, so gut wie